Ja, und dann mit Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play oder zum Hardcore Let's Play Fallout 4. Wer jetzt noch nicht so vertraut ist mit, was eigentlich genau ein Hardcore Let's Play ist, den kann ich sagen. Also, ich werde dieses Spiel quasi auf dem, ich kann mal kurz gucken, ob sich das nicht verändert hat, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Das ist ja im Moment der Survival-Schwierigkeitsgrad. Und quasi werde ich das eigentlich nur bis zu dem Punkt spielen, an dem ich das erste Mal sterbe. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Kann da relativ schnell passieren. Das kann vielleicht, wenn man vorsichtig ist, auch überhaupt nicht passieren. Ich werde jetzt erstmal hier diese Kisten looten. Ich werde das Spiel jetzt auf Englisch spielen. Ich habe es vorher eigentlich auch immer auf Englisch gespielt, weil im Englischen gibt es ein cooles Feature. Und zwar kann dieser Roboter Codsworth, der kann quasi den Namen, den der Spieler hat, quasi aussprechen. Natürlich, wie man, wie auch viele wissen, hat er da quasi eine Vorgabe von ungefähr 1000 unterschiedliche Namen, die er aussprechen kann. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Zwar ist der Name, den ich quasi für meinen ersten Charakter hatte, natürlich nicht mit dabei gewesen, weil wer klar war, deutsche Namen, Pipapo, sind da eigentlich eher nicht so dabei. Aber nett. Gehen wir erstmal ein bisschen quasi wieder runter ins Dorf und holen uns eigentlich mal gleich als ersten Begleiter den Roboter. Den Anfang ist natürlich übersprungen, weil den kennt man ja eigentlich schon. Der ist eigentlich jetzt an dem Punkt auch irrelevant. Weil, wie gesagt, auf die Story werde ich jetzt hier auch überhaupt nicht eingehen. Ich werde auch die meisten Dialoge einfach überspringen. Wie gesagt, es geht ja rein um die ums Überleben mehr oder weniger. Und die Story sollte eigentlich auch schon bekannt sein von Fallout. Und wer jetzt irgendwie hofft, hier quasi die Story oder ein vollwertiges, also gut, ja, wie gesagt, vollwertiges Let's Play. Das ist schon, aber wie gesagt, wenn ich halt einmal sterbe, dann ist vorbei. Dann gibt es keinen neuen Laden, keinen. Außer natürlich, ich würde jetzt Ausnahmen machen, wenn ich durch irgendwelche komplett dummen Bugs sterbe. Keine Ahnung. Das gibt ja, man hat so ganz komische Glitches, wenn man in irgendwelche Gegenstände gegenrennt, dass man irgendwie sofort stirbt. Oder ich hatte das auch schon, dass ich irgendwo am Abgrund starb, Abgrund stand und ein Begleiter hat mich quasi darunter geschubst. Da würde ich noch quasi Ausnahmen machen, wenn es halt wirklich komplett dumm passiert. Aber wenn ich jetzt halt im Kampf suche und den halt verliere, dann ist natürlich vorbei. So, alles klar. Leider wollte eigentlich noch ein bisschen warten, weil ich habe gehört, dass dieser Survival-Schwierigkeitsgrad, der soll irgendwann mal überarbeitet werden. Also, dass man irgendwie essen muss oder man muss schlafen oder man muss trinken oder halt sonst irgendwie, wissen nicht, ob sie halt Balancing ein bisschen verändern, weil teilweise, finde ich, sind die Gegner hier ein bisschen zu, ja, dann sagt man mal Bullet Spongy, sagt man mal, also die halten einfach nur extrem viel aus und man muss da also nicht 20 Headshots machen, bis man da überhaupt irgendwie mal einen Gegner tot kriegt. Das ist, naja, das ist der höchste Schwierigkeitsgrad, aber sowas finde ich immer ein bisschen doof eigentlich. Also dann sollen sie lieber weniger aushalten, aber im, sag mal, gleichen Maße dann einfach, sag mal, mehr Schaden machen. Ja, jetzt werde ich erstmal ein bisschen hier Scheiße einsammeln. So, ich werde den Siedlungsbau werde ich eigentlich auch vollkommen vorne weglassen, weil das, ja, gehört das erstmal nicht so zu meinen Zielen, weil kostet nur Zeit und bringt das quasi ja so. Ja, wie gesagt, mein Ziel ist das Spiel eigentlich auch durchzuspielen. Und da ist halt dieser Siedlungsbau, der ist halt dafür nicht zwingend erforderlich. Ab einem gewissen Punkt in der Story, ja, da muss man halt was bauen. Aber ansonsten halt, wie gesagt, ist das eigentlich vollkommen egal. Nein. Reden wir mal mit unserem alten Roboter. So, jetzt klar, sag mal. Codsworth, you're still here. But of course I'm still here. But you. Alles klar. She's. Sir, it's been eight. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich werde jetzt die ganzen Sachen mal so schnell wie möglich überspringen. Doesn't matter how long it's been. A bit of. That means. What? Then I'll be. Alles klar. Dann werden wir dem mal ein bisschen erstmal folgen. Ich werde auch die Skillpunkte hauptsächlich irgendwie so verteilen, dass ich mehr einstecke. Excellent. Und halt nicht, also schleichen werde ich jetzt nicht so hin, weil das ist eigentlich auf den Survival-Schwierigkeitsgrad finde ich ein bisschen schwer. Man sollte doch irgendwie. Ich habe noch einen anderen Charakter, mit dem habe ich quasi so ein bisschen
Schleichskill aufgebaut und ich finde, das eigentlich Schleichen ist. Der einzige Vorteil, den es so bringt, ist halt, wenn man halt so ein bisschen so den Sniper macht. Mr. Pat? Ah, here you are, sir. Now, I've been thinking, if something is amiss, your loved ones may simply be hiding from the Red Menace. Glaube eher nicht. Or maybe evil leprechauns. I have an idea. Let's search the neighborhood. Was klar, all right. Proud to serve, sir. Nice. Erstmal gucke ich mich aber hier oben, ob ich noch finde. Oh, das ist gut. Das ist gebrochen. Ich glaube, ich werde jetzt die Stärke mal erhöhen. Dann kann ich mich mehr tragen und kann auch gleichzeitig mehr. Okay, Nahkampf will ich eigentlich im Moment nicht machen. Wenn ich später in die Power-Rüstung habe, eine richtig gute, dann könnte man das machen. Allerdings. Oh, der rastet hier schon aus. Scheint. Aber ich werde eigentlich mehr so auf diese halbautomatischen Waffen gehen. Weil hat man eigentlich eine größere Reichweite an Waffen, die man benutzen kann. Also halt Schrotflinten für den Nahkampf, Sniper-Gewehre für den Fernkampf und halt irgendwelche halbautomatischen Gewehre für die Mitte. Ich finde auch, die machen auch den meisten Schaden so. Vollautomatische Waffen sind irgendwie später im Spiel, also ich weiß auch, diesen Schwierigkeitsgrad irgendwie ein bisschen. Ja, die machen nicht den Schaden, den man irgendwie erwartet. Also was jetzt die Miniguns angeht oder so, die machen irgendwie relativ wenig Schaden. Also außer man hat natürlich irgendeine legendäre Minigun, die halt irgendeinen coolen Effekt hat. Dann ist das schon cool. Kann ich jetzt schon knacken? Kann ich ja, okay. So, nice. Nice. Ich werde erstmal wirklich jeden Scheiß einsammeln. Den kann ich dann später in den Workshop einlagern. So, schön Plastikkürbis mitnehmen. Was haben wir hier noch? Den Hundenapf. Ja, der bringt, glaube ich, bloß Plastik. Ich finde, irgendwie Plastik braucht man relativ wenig. Also, das ist irgendwie ziemlich gering. Gibt hier so ein, zwei Ressourcen im Spiel, die man wirklich eigentlich fast überhaupt nicht braucht. Dazu gehört irgendwie Stoff und Plastik. So, hat er mir schon den Weg frei gemacht? So, okay. Mr. Pat? Hallo? Your family isn't here either. Thanks for trying, Codsworth. You can't give up, sir. What about the city? Concord is nearby and well. Thanks for your help, Codsworth. Good luck, sir. I shall remain here and secure the home. Kann ich ihn jetzt schon als Begleiter mitnehmen? Codsworth. There must be someone who can help you in Concord. Okay, also kann ich ihn erstmal nicht mitnehmen. Ach so, weil ich wahrscheinlich erstmal unterwegs den Hund abhole. Und das werde ich erstmal machen, natürlich. So, was haben wir noch hier so? Den Safe will ich noch knacken. That's it. Pistole nehme ich erstmal mit. Klar. So, kann ich. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon den Workshop benutzen kann. Das werde ich gleich erstmal gucken. Ich werde mich erstmal ein bisschen umgucken, ob ich hier irgendwelche Ressourcen noch finde in Form von Munition und Medizin. Okay, gut. Schauen wir uns mal um. Ich kann jetzt schon mal die Waffe aufrissen. Hätte ich denn schon mal einen Skillpunkt? Habe ich nicht eigentlich am Ende des. Ne, habe ich noch nicht, okay. Okay. Wie der aussieht, könnte ich den schon benutzen. Ah, interessant. Gut zu wissen. Dann werde ich erstmal den Scheiß, den Kabel einlagern. Jetzt mal gucken, ob ich die an den halbautomatischen. Mal schaufeln, ich so mit. Den auch alle mit. Zack, ich alle dahin. Ich guck mich erstmal hier oben und tue noch ein paar andere Ressourcen. Könnt ihr eigentlich schon mal hier kriegt noch. Ich werde das erstmal abbauen, dann kriege ich erstmal ein bisschen Stahl. Und so, hier ein bisschen Holz. Holz und Stahl. Wie ist ein Stahlwerk erstmal für die paar Waffen-Upgrades könnte ich das hier brauchen. Ich glaube, wenn man die abbaut, kriegt man auch immer Kupfer dazu, oder? Ja, da kriegt man auf jeden Fall die Fuse und die Fuse bringt irgendwie auch Kupfer. Genauso wie die Glühbirnen. Right. So, und irgendjemand hat hier noch einen Spind mit. Mal gucken, habe ich schon. Okay, dafür die brauchen wir keine. Keine Munition verschwende. Ich werde erstmal kurz mehr meine Waffen anordnen. Pistole mal auf der 1. Voilà. Oh. Ich habe diese Pipe-Pistole schon. Was die denn von?
Bin ich gar nicht mehr. Die liegt auf der 2. So, dann werde ich erstmal den Knüppel benutzen. So, das Öl nehme ich mit. Ein bisschen zu essen. Okay. Was haben wir da noch? Zigarre. Ja, erstmal alle einen Sack runter hier. Die verwerten können. Könnte das eigentlich auch gleich im Workshop quasi so scrappen lassen. Zum Beispiel das Bett. Da haben wir was Schönes drin und es ist halt verschlossen. Eigentlich war ich ja eigentlich gerade dabei, so quasi. Ist mit. Hier Dings zu zocken, so schon, Dead Space 3, aber da ist der Spielstand irgendwie ein bisschen komisch. Also der letzte Save Point ist so lächerlich weit zurück, dass ich irgendwie beim letzten Mal irgendwie nochmal eine Stunde so zocken musste, bis ich quasi an den Stand angekommen bin, wo ich quasi das letzte Mal das Video beendet habe. Das ging mir ein bisschen auf den Sack und ich werde das wahrscheinlich irgendwann mal machen, wenn ich dann halt mal dazu Lust habe. Aber jetzt würde ich erstmal Fallout zocken. Ja. Ich weiß nicht, wie weit das Hardcore-Let's Play jetzt hier geht, aber noch eine Pistole. Aber eventuell, wenn ich jetzt quasi sterben sollte, noch bevor dieser Survival-Modus quasi überarbeitet worden ist, dann werde ich eventuell nochmal quasi wie so eine zweite Season machen, weil mich interessiert halt dieser Survival-Modus halt und wie sie den quasi überarbeiten. Das interessiert mich jetzt halt. Wäre jetzt auch geil gewesen, wenn ich jetzt vergessen, diese Bombe zu entschärfen, wäre jetzt sofort dran gestorben. Das wäre natürlich ziemlich ungünstig gewesen. So, interessiert mich nicht, was im Terminal steht. Wie gesagt, Story ist mir vollkommen Wumpe und ich werde auch die meisten Dialoge werde ich auch überspringen. Weil wie gesagt, um Story geht es ja hier nicht, sondern rein um das Gameplay. Ja. Oh. Wo ist dieser? Ach da. Komm her. Sarah. Jetzt. Kann mich auch gleich mal am Anfang umgucken. Ich weiß nämlich, wo man hier quasi am Anfang gleich eine 44er Magnum findet. Aber eigentlich brauche ich die am Anfang nicht, weil man halt die Munition hier selten findet. Und ich eigentlich, wie gesagt, auf halbautomatische Waffen gehen werde. So, okay. Tragegewicht ist eigentlich auch mal ganz gut, weil später, wenn man schwere Rüstung trägt, dann zieht das schon ganz schön die Kapazität nach unten. Warte mal, ein bisschen Geld. Ein Angel. Okay. Gut, dann denke ich mal, hier könnte ich ein bisschen. Achso, ich habe ja schon ein bisschen Red Roach Gedöns. Ein bisschen was. Dann habe ich wenigstens erstmal schon mal ein bisschen was, womit ich mich heilen kann. Ja. Okay, nice. Gut, dann werde ich erstmal ein bisschen gucken, dass diese Pipe-Piste kann ich ja dann eigentlich gleich mal zum. Okay, am Anfang ist das ja noch vollkommen egal, weil ich ja noch keinen Skillpunkt und sowas. Könnte mir natürlich. So, mal gucken. Achso, was ich noch wissen habe. Hier hinten gibt es ja noch diesen Keller. So, mal ein bisschen den Weg frei machen. Ja, das sieht ja aus. Ja. Also eine kleine Farm werde ich mir natürlich anlegen, weil man kann aus diesen Obst, kann man diesen Kleber herstellen und dann braucht man den nicht so ewig suchen. Aber ich glaube erstmal noch ein paar andere Sachen. Okay. Diese Dosen nehme ich eigentlich immer ganz gerne mit, weil die wiegen halt wenig und bringen dir halt einen Stahl. So, zacke ich erstmal alles ein. Zacke ich auch alles ein. Erstmal alles einsacken, sobald ich den tragen kann. So. Da oben mal noch was. Pork and Beans. Komm her damit. Vor allem als Aluminiumquelle sind die nicht verkehrt, diese ollen Dosen. Gibt ja hier eh so eine. Was ist das? Diese. Ah, wie heißt das Ding? Eine Packing Plant. Da sind ja überall Aluminiumdosen. Die sind natürlich wichtig, weil mit Aluminium repariert man ja seine. Locks really strong. Seine Rüstung. Okay, ansonsten ist hier eigentlich weiter nichts. Ah, ja, so ein Goldbarren. Nice. Lag hier nicht auch mal eine Schrotflinte rum? Oder hab ich jetzt schon wieder eingesackt, ohne das zu wissen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Weil ich jetzt erstmal gucken, ob ich ein paar grundlegende Modifikationen an meiner Rüstung oder an meinen komischen Anzug hier machen kann. Weil so richtige Rüstung habe ich jetzt noch nicht.
So, alles klar. Dann werde ich erstmal nach Concord gehen. So. Ich hoffe, dass ich nicht allzu früh sterbe hier in dem Spiel. Weil ich gerade am Anfang noch, was das Balancing betrifft, so ein paar Gegner oder vor allen Dingen ein paar Gegner, die einen doch ziemlich schnell fertig machen können. Okay, das werde ich erstmal wegmachen. Das sieht mich hässlich aus. Okay, hier haben wir noch Kleber, das ist sehr wichtig. Ist hier was drin? Ach ne, das ist ja zum Dings. Hier noch irgendwas, gerade so was Kleber und Dings. Irgendwie und Öl braucht man am Anfang und diese Schrauben. Die Dinger braucht man noch eigentlich relativ viel, gerade am Anfang mit den ganzen Waffenmodifikationen. Mit ein bisschen Glück finde ich auch eigentlich ein paar coole Mods. Aber wie gesagt, das ist alles Glück. So, werde ich erstmal gucken, dass ich diese Pipe Pistol. Erstmal muss ich einen Standard Stock ran machen. Damit er zum Gewehr wird. Dann werde ich mal gucken, ob ich. Ah ja. Hand Receiver. So. Ich glaube, jetzt kann ich erstmal nicht mehr weiter bauen. Okay, das war's. Kann ich die Pistole noch besser verändern? Nee. Mir fehlt irgendwas. Ach ja, Kleber fehlt mir halt. Wie gesagt, Kleber ist eigentlich relativ wichtig, aber man kann den ja mit Hilfe dieser Früchte oder mit dem ganzen Obst kann man den ja selber herstellen. Dann werde ich jetzt erstmal Resources, Water, Food. Diese Melone hier irgendwo hinsetzen. Ja, hier ist schon so ein bisschen so ein Garten. Ich weiß nicht, ob man die Melone überhaupt noch, ob man die überhaupt für braucht. Halt, aber ich werde die erstmal anbauen. I need to assign someone to this. Ne, das mache ich alles selber. So, sind die Dinger hier. Und so. Ja, baller ich einfach daneben. Nice. Ist nur ein bisschen Korn finden und ein bisschen Tatoes. Gut, okay, dann habe ich eigentlich erstmal hier alles gemacht. Jetzt werde ich erstmal zu dieser Red Rocket Tankstelle gehen. Und da den Hund holen und dann mal gucken, da gibt es auch noch so einen Keller. Da geht natürlich rein. Achso. Gut, dann mal gucken, wie viel habe ich jetzt im Inventar. 35 von 300, Leute. Okay, muss ich noch nicht unzwingend abladen. Okay. Da schwimmt was im Wasser. So ist wie ein Motor. Okay, schon. Nein. So, ich liege schon ein Raider. Der hat mir noch natürlich Pipe Pistol Grifter Outfit. Könnte Tire Iron. Das ist erstmal eine Waffe. Ich weiß nicht, ob diese Tire Iron besser ist das Security-Betten? Ja, schon mal ein wenig. Okay. Dann benutze ich das Ding erstmal. Obwohl das Ding eigentlich immer recht hässlich ist. Wie es bei Fallout 3 gab es das Ding ja auch und so. Aber ich habe das nie benutzt, weil. Ich meine, was ist das für eine Nahkampfreferenz hier in so einem Radkreuz rum? Das ist doch total hässlich. Ich muss sagen, die Nahkampfwaffen hier im Spiel sind irgendwie alle ein bisschen. Naja. Der Super Sledge, finde ich, der sieht nicht mehr so mächtig aus wie früher. Und ansonsten gibt es auch keine wirklich coolen Nahkampfwaffen, so wirklich. Okay. Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? You wanna come with me, pal? So. Okay, then. Let's stick together. Dann werde ich erstmal meinen Skillpunkt verteilen. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt nicht irgendwie ein bisschen die halbautomatischen Waffen wandert hier. Das war hier, oder? Das war Perception Broken relativ viel. Da könnte ich jetzt schon mal eine drin machen, aber ich würde erstmal wirklich, wie gesagt, auf so Endurance gehen, dass ich halt mehr aushalte. Und ich denke mal, diese Damage Resistance ist eigentlich ganz gut. Denke mal, ich habe mein Hauptcharakter nie geskillt. Weil, ja, bin ich hauptsächlich auf Schaden gegangen. Und ja, das war halt. Dann stirbt man halt mal und dann ist der nicht so wild. Jetzt zack ich alle ein. So, was haben wir hier schöne Weapons Workbench. Ein glitschender Reifen. Weg mit. Jetzt zack ich erstmal ein, wie gesagt. Am Anfang ist es ja noch nicht so wild. So, jetzt könnte ich auch die hier benutzen.